Stimmt. Boah, das ist ja mehr als 1,50. Das ist ja zweimal 1,50. So, dafür will ich jetzt gute Laune. Da sind wir wieder. Ich bin immer gut gelaunt, das weißt du. Gerade bei diesem wunderschönen Wetter. Ja. Welches doch so hervorragend zu unserem Podcast passt. Ja. Endlich. Ja. Kannst du was anderes sagen außer ja? Ich bin total hin und weg. Ein kleiner Strahlemann. Ach, das bin ich auch. Ich freue mich, dass das eine kurze Woche ist. Ist das eine kurze Woche? Also für mich ja. Weil du sowieso frei hast. Weil ich Homeoffice habe, genau. Ja, dachte ich mir. Ich würde eher sagen, für mich ist es eine kurze Woche. Ja? Machst du auch Homeoffice? Nein. Nein? Sowas geht bei mir nicht. Aha, warum nicht? Ich muss wirklich was tun. Ich hatte das ja schon mal versucht zu erzählen, dass ich meinem Chef vorgeschlagen habe, mir einen kleinen Verkehrsteppich zu kaufen und darauf mit dem LKW umherzuholen. Stimmt, das hast du gemacht schon. Genau. Ne? Ja. Fand er nicht so gut. Ich weiß nicht, also ist dein Chef nicht willens, ein bisschen Humor zu zeigen? Nee. Okay, das war eindeutig. Alter Schwede, ich muss auch einen Schluck nehmen. Ich glaube, der hat einen falschen Humor. Echt? Ja, er hat Humor, definitiv. Ja, aber kann man nicht drüber lachen. Mhm. Also so ein Humor wie: Daniel, diesen Monat kriegst du 100 Euro weniger. Ich glaube, der würde nicht mal bei lachen. Echt? Ja, was soll ich machen? Mein Chef ist ein Hysteriker. Oh ja. Sag nicht zu viel, nicht, dass er das irgendwann hört, dann fängst du raus. Er fängt doch nicht bei Folge 155 an. Nein, aber irgendwann ist er soweit. Wenn er 60 ist oder so. Stimmt, er ist ein bisschen älter als ich. Aber nicht viel. Ein halbes Jahr. Ich sehe irgendwie in diesem scheiß Monitor. Da ist er zwei Köpfe kleiner. Was willst du denn? Den Sleep Timer anmachen? Hast du doch schon. Den Sleep Timer. Das Ding heißt ja anders. Ja, ist auch egal. So sieht's gut aus. Sehr schön. Wie geht's dir denn überhaupt? Mir geht's blendend. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Sonne blendet von da. Das ist schon echt eine Umstellung, ne? Ja, das hatte ich lange nicht, dieses Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl, wirklich. Eigentlich werde ich, also im Winter werde ich immer von deiner Schönheit geblendet. Im Sommer von der Sonne, die da hinten untergeht. Okay. Da kannst Was du nicht mache ich denn in der Zeit? Du kannst nicht mithalten. Du versuchst es immer, ich habe das Gefühl, du versuchst es. Plus lässt sich so auf. Du hast ein scheiß Gefühl. Oder hast du zugenommen? Was? Ich mach dicke Backen. Nein, warte, ich hab was im Mund. Oh Gott. Wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Wetter was sagen. Ach ja, ich stelle trotzdem immer noch fest, wenn du abends im Bett liegst, und ich bin ja jemand, der eine Stunde eher ins Bett geht als du, ja, ist es immer noch hell. Ja. Jetzt komm endlich mit Jalousie zu machen. Es ist halt eine Umstellung zu früher. Ja, nee. Zu früher, das hört sich auch an, als wenn ich jetzt so vor 10 Jahren. Nein. Was mich daran stört, ist, dass wir das schon lange nicht mehr. Also eigentlich habe ich immer das Gefühl, das kommt ruckzuck. Ne, es wird dunkel, so diese Winterzeit. Mhm. Und dann kommt das ruckzuck und man hat irgendwie das Gefühl, dazwischen war gar nichts. In diesem Fall ist es aber nicht so. Ich habe das Gefühl, ich fand, der Winter war ewig lang. Ewig lang. Also es war unfassbar. Also ich habe das Gefühl, der Sommer ist ja schon fast wieder vorbei. Ja, ist auch so. Es wird doch langsam schon wieder schneller dunkel. Naja, ich meine, die Bäume lassen jetzt die Blätter fallen, wegen der Trockenheit. Das sieht aus wie Herbst. Finde ich gut. Alter, was fällt mir vom Panzer an? Ajib? Nein, ansonsten geht es mir wirklich auch gut. Mhm. Hast du einen Fehler der Woche für mich? Hm, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist ja merkwürdig. Habe ich einen Fehler der Woche? Also manchmal fällt dir ja auch einer spontan ein, der dir heute passiert ist oder so. Nö. Aber nee. Nichts. Nö, der tägliche Wahnsinn. Da können wir so richtig schön Kia-Bashing betreiben. Kia-Bashing? Ja, Bashing ist ja runtermachen. Also dein Auto. Mein Auto, Kia. Oder deine ich wollte gerade sagen, deine Rasse. Meine Rasse, genau. Nein, das andere ist ja ein Hyundai, aber es ist im Prinzip hier. Ist alles koreanisch. Na, deiner ist doch Kia. Meiner ist Japaner. Deswegen ist er ein kleiner. Nein, deswegen schneidet er so. Wie ein Samurai. Letztens habe ich Sandokan. Das ist total geil. Ich finde diese Erfindung von den neuartigen Kofferräumen. Ja, so großartig. Hier Scheiße. Und dann geht die auf. Das ist ja nur, das geht ja noch halbwegs. Du musst ja. Es gibt ja kein Auto mehr heutzutage, was du neu kaufst, wo dieser Kofferraum nicht automatisch aufgeht und wieder zugeht, wenn du entweder irgendeinen Schalter betätigst oder mit dem Fuß oder was weiß ich. Du kannst kein Auto mehr kaufen neu,
wo du das so schön, dass du das immer betonst, neu. Ich wollte mich gerade sagen, ich habe noch nie ein neues Auto besessen. Tatsächlich habe ich das auch nicht neu gekauft, das war auch schon Jahreswahl. Aber es hat schon, ne? Es hat schon, so, weil das hat damals schon, war das schon gang und gäbe und ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich in Skiurlaub fahre, das Auto bis unter das Dach vollpacke und immer auf den Knopf drücken muss und dann geht die Kofferraumklappe nicht zu, dann geht sie wieder automatisch auf, weil wieder irgendwo eine kleine Ecke, so. Das geht mit der Hand ja viel besser. Das darfst du mit der Hand aber nicht machen, weil dann geht dann der Motor kaputt, steht im Handbuch drin. Ach, das heißt, du darfst das gar nicht? Nein, du musst immer diesen Knopf betätigen. Völlig bekloppt. So. Das als Vorgeschichte. Ja. So. Und dann kam ich irgendwie irgendwann vor 5, 6 Tagen nach Hause, relativ spät abends, hol was aus dem Kofferraum, die Kofferraumklappe zu, schließ das Auto ab, geh rein, geh pennen. Frühmorgens, weiß nicht, wann meine Tochter aus dem Haus geht, 6:45, für alle Nicht-Ossis unter uns, 6:45, rief sie mich an und sagt, du, dein Kofferraum steht auf. Da stand dieser scheiß Kofferraum die ganze Nacht offen. Und ich meine, unsere Einfahrt hier ist ja frei. Offen. Offen, ist auch offen. Nun kann dann natürlich, das Erste, was ich gedacht habe, Gott sei Dank wurde es nicht geklaut. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, hoffentlich ist da kein Kater rein und hat sich richtig schön wilde Sau gespielt. Alles voll gepisst. Da kriegst du ja nie wieder raus. Glasbisser, Ja, genau. Aber erzähl mir das mal, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Ich mache diese Kofferraumklappe zu. Sie macht Klack. Ich schließe das Auto ab und nächsten Tag steht dieses Scheißding offen. Batterie? Da muss ja irgendwie sowas in der Art. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, nach Hamburg, parken 3 Parkplatz oder so, und ich komme von der Arbeit, dann steht das Ding offen, oder was? Ja. Das ist ja geil, oder? Da kann man eigentlich froh sein, dass sie nicht die Türen auch öffnen. Ja. Aber, aber überleg mal, ich meine, das ist so schon scheiße. Ich leg mich so weiß, schon darüber auf. Also ich weiß und jetzt noch das dazu. Wo du deine Verwunderung und dein Ärger natürlich irgendwo zeitgleich schon. Weil bei meinem LKW ist das teilweise so, dass wenn ich aussteige, ja, manchmal das Ding abschließt. Ja. Hä? Echt? Ja, der schließt ab. Deswegen nehme ich zum Beispiel zu 90% immer den Zündschlüssel mit raus. Ja. Der hat mich schon mal ausgesperrt. Da musste ich einen Ersatzschlüssel holen, das war zum Glück auch nicht. Das heißt, der hat nicht mitgekriegt, dass der Schlüssel im Auto ist und hat abgeschlossen? Genau. Was ist denn das für eine Kacke? Weiß ich nicht. Oder ich habe auch schon festgestellt, dass, ich weiß jetzt nur nicht, ob das bei meinem PKW war oder beim LKW, wo beide Scheiben runtergegangen sind. Das ist ja auch geil. Fahrer- und Beifahrerspiegel, ja. Scheiben. Zeitgleich. Ist ja auch geil. Mhm. Aber das, denke ich mir mal, ist Technik, ne? Ja. So, und dann reicht es ja, dass deine, guck mal, von meiner Fernbedienung zum Beispiel, vom Auto, da ist die Batterie schon 100 Jahre alt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch nicht alle Türen schließen. Was? Mhm. Ich habe schon gehabt, dass ich zugemacht habe und bin dann hinten rangegangen und konnte aufmachen. Aber nur eine Tür. Und dann war's mal die andere Seite. Bescheuert. Das ist total kurios. Ja, vor allen Dingen, da hast du ja genauso Schiss. Also ich meine, du stellst es irgendwo ab und... Das ist überhaupt keiner mehr. Okay. Ja, aber was da drin ist vielleicht? Ne? Die ganzen Frauen, die du immer mitnimmst und so. Das sind ja nur die Gerüche. Ah, und die Flecken. Das Leder kann man wegwischen. Ah. Kaffeeflecken sind, habe ich letztens gesehen. Ja, sehen zumindest aus wie welche. Ja, ja. Ja. So. Auweia. Ja, Kia-Bashing beendet. Gut. Lachwitze. Ich habe übrigens festgestellt, dass auch in dieser Woche eine Feststellung vollzogen wird. Genau. Es sehr sanft abgeht. Ich glaube dir kein Wort. Erst, bis du mir das Gegenteil beweist. Das tue ich hiermit. Ich fange an. Wie heißt der türkische Gesundheitsminister? Irgendwas mit Ü. Ach nee. Keiner. Was war das denn? Keine Ahnung. Ist mir übel. Gott sei Dank, wir sind ein Ü drin. Meine Fresse. Ich bin doch schon 14. Bekomme ich jetzt endlich einen BH, Mama? Nein, Kevin. Oh, Alter, das ist... Irgendwas hatten wir doch schon mal so, ja, in ja. Der Art. Ne? Ja, ja. Geil. Nein, Kevin.
Warum eigentlich immer Kevin? Weil es einfach nur passt. Ja, okay. Wie nennt man jemanden, der DIN A4 Seiten scannt? DIN A4 Seiten Scanner. Skandinavier. Oh Gottes. Das ist ja wieder dein Humor. Scandin A4. Skandinavier. Alter Schäde. Alter Schäde, der ist richtig gut. Aber den muss man wirklich so aussprechen mit Skandinavier. Naja. Das ist eigentlich sehr unglaublich. Warum hat der Bundestag eine Kuppel? Das weiß ich nicht. Hast du schon mal einen Zirkus mit Flachdach gesehen? Scheiße, Alter. Wir wollten nicht politisch werden, aber das ist eigentlich ganz gut. Ja, passt doch. Ja. Olli! Hey, mein Liebster! So, ein typischer Frauenwitz. Sarah, wie wird das Wetter morgen? Wer ist Sarah? Ich. Oh, sorry, Siri. Also, Siri, wie wird das Wetter morgen? Siri, vielleicht weiß es ja Sarah, wie dein Scheißwetter wird. Was ist das denn für Blödsinn? Alter, wer kommt so aus so einem Unpfiff, ey? Eieieiei, schönes Ding. Was macht ein Beifahrer? Was der macht? Hm? Beifahren. Ein fahren lassen. Ach, Gott, bitte. Warum bestrafst du mich so? Ja. Aber du hast es verstanden, ich ne? Ich hab ihn schon verstanden. Gut. Das ist alles Wortspiel. Das ist geil. Was sind Informationen für schwäbische Hausfrauen über die Care-Woche? Was sind Informationen für schwäbische Hausfrauen über die Care-Woche? Ja. Also, so krumm kann ich ja nicht denken, weiß ich nicht. Fake News. Oh, Mann. Alter Schäfer. Oh Gott. So. Alter Schäfer. Ich weiß nicht, ob ich beide bringen soll, weil es ist eigentlich 8 und 9 dann schon. Ja. Ich mach mal erst den ursprünglichen. Wenn Chuck Norris in der Schule zu spät kommt. Nee, kam. Wenn Chuck Norris in der Schule zu spät kam, hat der Lehrer alle anderen Kinder bestraft, weil sie zu früh da waren. Das war klar. Geil. Das war so klar. Herrlich. Genau. Nein, den 9. bringe ich nicht, weil das ist auch ein Chuck Norris Ding. Da wusste ich nur nicht welchen. Okay. Ich habe fertig. Was das betrifft. Sehr schön, sehr schön. Gott, Gott. Siehst du, und du sagst, die sind immer böse, die ich bringe. Nö, das habe ich gar nicht gesagt. Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich... Gut, jetzt kommt ja diese Folge auch erst... Kommt die Sonntag auch erst raus? Ja, ne? Also ja, würde ich sagen. Ne? Ja, ne? Ja. Gut. Also bis dahin sind die wahrscheinlich dann auch schon abgespielt. Aber wir haben natürlich teilweise wirklich... Ist das natürlich auch schön überleitend, ne? Böse, die ja gar nicht so gemeint sind, böse Flachwitze. Ja. Ne? Also auf dünnem Eis basierend. Behalt diesen Gedanken mal im Kopf. Ja, sehr gern. Achso, du bist ja noch gar nicht. Weil hast ja es kommt ja die sinnlose Geldausscheißerei. Geil. Das geht auch ziemlich schnell. Ja. Diesmal gibt es um eine Straße. Das ist ein Klassiker für Geld rausschmeißen. Mhm. So, und das ist, ich weiß gar nicht genau, wo das ist hier. Wenn ich mir das so richtig angucke. Keine Ahnung. Es ist irgendeine Umgehungsstraße. B6N. Frag mich nicht. N heißt ja immer Nebenstrecke. Ja. Und die wollten die bauen. 2016 ungefähr. Wurden dann dort Kröten entdeckt. Und ursprünglich sollte das ganze Ding 51 Millionen Euro kosten. So die Nebenstrecke kostet so viel, so eine Straße. Da wurden seltene Krötenarten entdeckt, zum Beispiel Knoblauchkröte. Ich ahne jetzt was. Genau, und dann hat natürlich das Umweltministerium gesagt, das geht so nicht. Also, ihr seid ja jetzt schon bei. Dann müsst ihr aber mindestens so alle 60 bis 70 Meter Krötentunnel bauen.
Krötentunnel. Also haben sie einen Krötentunnel gebaut. Sie sind immer noch nicht fertig. Bauende ist jetzt anvisiert auf 2026. Die Mehrkosten für diese Tunnel wurden ungefähr auf 10 Millionen Euro geschätzt. Inzwischen sind schon bei 20 Millionen Euro mehr obendrauf. Und dadurch, dass das bis 2026 geht, geht man davon aus, pro Jahr nochmal immer 10 Millionen Euro. Krötentunnel. Hast du eine Ahnung, wie groß so ein Tunnel ist? Nee. Also, das weiß ich tatsächlich nicht. Also, auf jeden Fall, die Straße ist fertig. Ja. Und sie buddeln quasi da hinten dann alle 60, 70 Meter machen sie Tunnel rein. Das kann man doch eigentlich durchschießen bei der Größe der Kröten. Oder gibt es dann so eine Art Platzangst für Kröten und deswegen muss das... Ich frage mich, wenn alle 60, 70 Meter da ein Krötentunnel ist, wie finden die scheiß Kröten dahin? Warum sagen die nicht trotzdem und laufen sich? Laufen die überhaupt durch? Ja, und warum haben nicht auf der Hälfte der Strecke keinen Bock mehr und drehen wieder um? Oder verrecken, verhungern da drin? Das? Vielleicht gibt es noch eine Imbissstation da drin. Und stell dir mal vor, da kommt einer entgegen. Und stell dir mal vor, du hast eine Vorstellung. Ja! Außer da ist noch ein Imbiss in der Mitte. Lass uns die doch mal verklagen. Die armen Viecher verhungern da. Ja. Jetzt bist du so eine Scheiße. Trinkstation, Fressstation. Ja, ich finde, das ist mach mich selbstständig. Das ist eine gute Idee. In jedem Tunnel ein Imbissstand. Da werden uns die Steuerzahler danken. Nicht 10 Millionen pro Jahr, sondern 50 pro Jahr. Ja. Das ist doch gut. Das finde ich schon. Nein, aber ich ganz ehrlich, so eine Krötentunnel müssen doch auch gewartet werden. Das heißt, die müssen freigespült werden. Die Kacken müssen sauber gemacht werden. Also, ja, aber irgendwann setzen die sich auch zu mit Blättern, Laubschatten. Das kennst du ja aus jeder Röhre. So. Okay, du kennst es nicht aus jeder Röhre. Schießt dir mal frei. Die Röhren, die ich kenne, genau, die sind sauber. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt so aus Versehen was sage. Nein, aber. Ich verstehe dich aber schon. Da sitzen doch wieder irgendwelche Leute, deren Geld das ja nicht ist. Richtig. Und wir müssen da mal was machen. Ja. Und alle anderen sind zugekifft und sagen, ja. Das ja, ist zugekifft, gut. Genau. Ja, so nein, das kann ich mir das bei manchen Sachen echt nicht vorstellen. Das ist ja bei uns in der Logistik, hat ja nie was mit Logik zu tun. Das haben wir jetzt richtig. Schon seit 10, 20 Jahren festgestellt. Aber wir sagen ja da auch, sitzen die da oben an ihrem runden Tisch, besaufen die sich bis ins Unermessliche oder damit es nicht so auffällt, ziehen die sich zu mit irgendwelchen Lines und feiern sich für ihre Vorschläge und wir sitzen da unten und sagen, habt ihr nicht alle Latten am Zaun? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls. Das ist doch genau so eine Idee, wo du sagst, wir haben zu viel Geld. Ja, und das sind ja auch Gelder, die kann man sich ja gar nicht, wie gesagt, die kann man sich ja nicht. Ich kann mir ja 10 Millionen Euro schon nicht vorstellen, wie viele Nullen das sind. Ich kann es mir einfach, das ist nicht greifbar für mich. Ja, und jetzt sind es nicht 10, sondern 20. Jetzt sind 20 pro Jahr und überleg mal. Das zahlen wir alle. Ja, mal. Wir wissen es nicht mal. Nee, das ist es ja. Nur durch so ein scheiß Buch. Richtig. Bescheuert. Was kaufst du das? Nee. Bist du narrisch? Das ist kostenlos. 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 Okay. Aber, vielen Dank. Hätte ich niemals gedacht. So, kommen wir zur Überleitung. Schlechte Witze. Nein, nicht schlechte Witze. Quatsch. Böse Witze. Böse hast du gesagt. Böse Witze. Böse Witze. Genau. Mach du. Ha! Ich muss Holz nachlegen. Ja, genau. Ich muss mal auf Toilette. Tschüss. Also, ich kann ja irgendwas. Mach du. Ich kann verstehen. Dass man gerade das, was wir hier machen, Flachbezahlt-Themen und so weiter und so fort, auf verschiedenartigste Geschmäcker stoßen. Der eine findet das nicht so schön, der andere findet das sehr lustig. Und kommt wahrscheinlich auch auf den Witz an sich drauf an, ne? Also ja, selbstverständlich, auf den Inhalt natürlich. Ja. Ne? So, der eine kann darüber lachen, der andere nicht. Und die ja nicht darüber lachen können und sich da teilweise sogar ärgern, wobei sie ja nicht mal persönlich betroffen sind, nennt man ja Hater. Ja, jetzt muss man natürlich. Sind das, darf ich mal nachfragen, sind das nur die, die dann auch dementsprechend Kommentare da lassen? Oder also sind Hater auch die, die sich wirklich darüber ärgern, aber von denen hört man nichts? Pass auf, ich habe dieses Wort mal gegoogelt. Ja. Ne, weil ich wirklich mal wissen wollte, was ist ein Hater überhaupt? Also sinngemäß weiß man es. Leute, die sich aufregen. Klar. Ne? Aber die richtige Definition, dass das natürlich Englisch ist und Hasser heißt, ist klar. Aber als Hater werden Menschen bezeichnet, die eine starke Abneigung gegen etwas oder jemanden empfinden und diese Abneigung in Wort und Schrift auch ausdrücken. Insbesondere sind Hater im Internet
in den Social Medias, und da zähle ich jetzt nicht alle auf, wir wissen es, verbreitet. Hier können Sie im Schutze der Anonymität Ihre Kommentare schreiben und veröffentlichen. Okay, also tatsächlich geht es um die, die auch wirklich was schreiben. Ja, na, anonyme Hater, also damit stille Hater, sag ich jetzt, sind dann die, die ihren Namen nicht preisgeben oder aber ja, ja, klar. Die klar. Du halt, die nicht vor dir stehen. Ja. So. Anonym ist ja jemand, der nicht da ist. So, ich bin nein, ja auch nein, was ich meine ist, es gibt doch bestimmt auch Leute, die das nicht gut finden, aber nichts schreiben. Dann sind das ja keine Hater in dem Sinne, genau. Und kriegt sich mit. Ja, die sagen dann, was soll's. Gibt es ja auch genug. Das ist so. Ich lese auch irgendwelche Sachen, die mir nicht gefallen, aber ich muss nicht immer einen Kommentar dazu abgeben. Aber da, es ist ein guter Aufhängepunkt. Würdest du so etwas machen? Also hast du sowas schon mal gemacht, so ein Hate-Kommentar? Kannst du dich erinnern? Nur, wenn es das überhaupt gibt, im positiven Sinne. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Hater im positiven Sinne gibt. Ja, das sind ja Fans, oder? Ja, ja. Denke ich mir mal, ne? Also, oder Leute, die aber gar nicht mal Fans, weil Fan heißt ja auch wieder, dass ich irgendjemanden ja dauerhaft, ne? Ja, immer stimmt. Wieder. Stimmt. Hast und du ein Hater, ja. Habe ich zumindest das Gefühl, also berichtige mich, ein Hater ist für mich jemand, der zum Beispiel auch einen Kommentar ablässt und den siehst du nie wieder. Der will das einfach nur loswerden. Oder der will dich ärgern. Das wäre nämlich so meine Frage oder eine meiner Fragen, wo ich sagen würde, ist das ein Hobby? Mhm. Wollen die dich damit ärgern und wissen eigentlich aber auch teilweise nicht, was die mit einem machen können? Also was das für Auswirkungen haben kann? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Unterschiede. Also teils, teils. Teilweise ist es so, dass sie wirklich das vorhaben, dass sie einen wirklich an den Kahn pissen wollen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Hater gibt, die einfach sagen, ich möchte jetzt einfach mal Luft machen über das, was ich hier gesehen habe, worüber ich mich tierisch ärgere, was ich unmöglich finde, und ich gebe hier einen scheiß Kommentar ab und dann sieht man ihn nie wieder. So. Aber ich habe zumindest mal Luft gemacht. So. Ja, aber warum? Dann gehe ich raus joggen. Ja, du. Wenn ich mir Luft machen will, dann hat das meistens eine Ursache. Und die Ursache ist meistens nicht die, die dann Auslöser ist dafür, dass ich da jetzt schreibe, finde ich. Also es gibt ja welche, die machen es als Hobby. Ich setze mich jetzt vor TikTok, vor Instagram, sage ich jetzt mal als Beispiel, ohne Werbung zu machen, aber ich scrolle jetzt hoch. Und wenn ich jetzt irgendwas nicht gut finde, dann scrolle ich weiter. Ja. Dann interessiert mich das nicht. Ich fange was an zu gucken, interessiert mich nicht, finde ich doof, weiter. Aber ich mache mir doch nicht die Mühe und gebe dann einen Kommentar. Oh, aber da gibt es genug. Ganz ja, ehrlich. Natürlich. Da, darauf will ich ja hinaus, ne? Dass sich viele die Mühe machen. Es gibt doch auch Leute, die nichts anderes zu tun haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das da auch der Fall ist. Die sich ans Fenster setzen im 8. Stock und unten beobachten, die Leute falsch parken und die Bullen rufen. Ja, na sicher. Aber das ist ja keine Hater. Oder sind das auch Hater? Das ist jetzt für mich genau das Gleiche. Okay. Die sind Hater, weil die es unmöglich finden, dass du da parkst und die Vorschrift besagt ja was anderes und fertig ist. Und ich rufe jetzt, ich mache was dagegen. Ich gebe keinen Kommentar ab, sondern ich rufe die Bullen. Nichts anderes. Stiller Beobachter. Ja. Sind das nicht Spanner? Stalker? Nee. Ja, stille Stalker ist ja schon fast irgendwo hinterher. Rentner? Aber Rentner, die wirklich den ganzen Tag mit ihrer Tasse Kaffee, ich stelle mir das so vor, so wie im Block früher, in diesem Neubaublock. Und dann ist der Küchentisch unter dem Fenster. Mhm. Und dann sitzt er da, raucht vielleicht eine Zigarette oder nicht, hat seinen Kaffee in der Hand und guckt raus den ganzen Tag, weil er nichts zu tun hat. Am besten noch mit so einem McRib-Hemd an und so ein Gürtel, so ein Hosenträger. Ja. So stelle ich mir die vor. Das ist doch unglaublich. Und ganz ehrlich, das finde ich eigentlich noch schlimmer, weil die Leute, die schnell mal eben da parken oder das aus Versehen tun, die sind ja richtig am Arsch, weil es kostet richtig Geld. Ja. So, die meisten machen das ja gar nicht mit Absicht. So, bei uns ist es Gott sei Dank noch so, wenn diese Kommentare kommen, dann haben wir erstmal nichts zu befürchten in dem Sinne. Naja, sie schädigen uns in dem Sinne, dass gar nicht mal das andere das Lesen oder so. Ich kann dieses Beispiel mit dem Rollstuhlfahrerwitz. Also mach mal. Es gibt ja so viele Sachen. Aber ich will das mal mit dem Rollstuhlfahrerwitz aufgreifen, weil es halt jüngstens passiert ist. Wir wollen ja in dem Sinne, man muss ja immer voraussetzen auch, diese Witze sind ja im Internet überall zu lesen. Und du findest aber unter diesen Witzen keine Kommentare, keine Hater. Zumindest auch nicht derjenige, der das dann bei uns gemacht hat, weißt du? Sonst müsste er sich ja dann auch woanders über diesen Witz aufregen. Ja. Du hast ja aber das Gefühl, dass er durch Zufall auf unsere Seite gestoßen ist
also ich beziehe das jetzt natürlich alles mal so ein bisschen auf uns, wo ich sage, dann macht das bitte auch bei anderen Sachen. Aber in Bezug auf diesen Rollstuhlfahrerwitz ist das ja nie ein persönlicher Angriff. Aber ich schreibe, oder wir schreiben das ja nicht immer unter jedem Flachwitz, der nur irgendwas mit Blondinenwitze, Polenwitze, Ausländerwitze allgemein, ob es nur Afrika, die Schwarzen oder wie auch immer sind, kommen wir noch mal drauf zu. Es geht ja einzig und alleine um den Witz, um dieses Wortspiel, um diese Pointe ist es ja nicht. Was ist denn das? Ja, das ist. Ja, am Ende ist es. Dieser Hintergrund eigentlich, genau. So dieser Vergleich, wie man überhaupt darauf kommt, ja. Ist ja dieses Witz hier so, ne? Ich muss eins dazu sagen, ich versuche mal so ein bisschen Gegenpart, also nicht immer zuzumachen, aber so bisschen. Wenn du einen Witz im Internet findest, und sei es nicht nur ein Witz, sondern auch irgendeine Aussage, indem du sie wiederholst, was schon mal irgendwo steht, heißt es ja noch nicht, dass es dadurch legitimiert ist, also dass es dadurch richtig ist oder oder recht ist. Ja. So, es kann ja irgendeiner Heil Hitler dahin schreiben oder Adolf Hitler ist eine geile Sau oder irgendwie Videos da rein posten, wo er den rechten Arm hebt. Das ist ein Augenblick im Internet zu sehen, bis es dann wahrscheinlich irgendwann gesperrt wird. Das heißt aber, solange es zu sehen ist, heißt es auch lange nicht, dass es rechtens ist. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber darauf will ich ja auch noch hinaus. Es hat ja jeder seine freie Meinungsfreiheit. Meinung. Ja, Freiheit. Genau. So, also kann er ja auch sagen, machen ja auch viele unserer Fans, sag ich jetzt mal, die dann schreiben, ey toll, der eine versteht den Witz und weiß ja auch, was wir damit machen wollen ne, und oder ausdrücken wollen. Und andere sagen, ja, verstehe ich alles. Aber muss da jetzt jemand zum Beispiel reinschreiben, Idiot oder ich wünsche euch die Todesstrafe oder ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Was sind denn da für Kommentare gekommen zum Rollstuhlwitz? Zum Rollstuhl hat einfach nur jemand geschrieben, von wegen, dass das nicht witzig ist. Erzähl doch den Witz nochmal. Das habe ich. Nee, wirklich jetzt. Für Leute, die das jetzt hören. Denn, und worum war denn das nochmal? Um den Rollstuhlfahrerwitz. Lass mich schon wieder. Wir haben so viel Witze aufgenommen. Ich weiß nicht, worum ging's denn? Ja, sorry, das fällt dir schon. Ja. Es kommt auch noch ein Rollstuhlfahrerwitz, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, das wird dann schon abgelaufen sein. Und es, ja, im Endeffekt hat derjenige dann halt seine Meinung kundgetan. Aber das noch sehr human, finde ich. Also es war nicht beleidigend, es war einfach nur so, dass er das nicht schön findet. Ja. So, das kann ich auch verstehen, das habe ich auch drunter geschrieben. Dass das okay ist, dass das völlig okay ist. Weil weder beleidigen noch irgendwie anmaßen von wegen, ey, ich zeig das an. Haben wir ja auch schon gesagt. Wird gemeldet. Gott, ey, geht zum Keller im Lachen. Ja. Zieh einen Stock aus dem Arsch, ey. Keine Ahnung. Und was ich aber ganz toll fand, ist, dass sich ein Rollstuhlfahrer gemeldet hat. Und hat halt gemeint, dass wir auch normale Menschen sind. Rollstuhlfahrerin, glaube ich sogar. Ja, ja, genau. Ja. Dass wir auch normale Menschen sind und dass sie sehr wohl über diesen Witz lachen kann. Ja. Und dass wir weitermachen sollen. So. Dazu ja dann auch noch hier der Prominente, den ich halt benannt hatte, Kristall oder so ähnlich, der ja auch bei TikTok ja irgendwas gepostet hat, der ja meinte von wegen, ey, ja, wollen alle gleich behandelt werden. Warum kann man bitte schön keine Witze machen? Das sind ja keine persönlichen Beleidigungen. Ja. Ne? Ich meine, über uns schimpft man ja auch über uns Deutsche. Aber das Problem ist ja, das hatten wir ja auch schon mal, ich versuche mal wieder so ein bisschen dagegen. Naja. Also, die Zeit. Die Zeit, in der wir leben, ist eine ganz beschissene. Das hat ja auch Bully Herbig gesagt. Ich würde Schuh des Manitou, so wie er jetzt gedreht war damals, vor 15 Jahren oder was, nie wieder drehen mit den Witzen, die da drin sind, weil die Witzepolizei viel strenger geworden ist. Die Leute regen sich darüber auf, dass man nicht gendert. Die Leute regen sich darüber auf, dass man fremde, wie nennt sich das, ich wollte nicht Rassen sagen, sondern Kulturen annimmt, weil man Rasterlocken trägt. Die Leute regen sich über Winnetou auf, weil das ja eine Darstellung ist von Indianern, die nie so gewesen ist. Das heißt, es gibt unglaublich viele Leute, die sich über so einen Scheiß aufregen, die Medien greifen es auf und schon ist man der Böse. So. Ja. Und wenn wir dann jetzt kommen, und das meine ich damit, und bringen solche Witze, ne? Und gerade, man kann natürlich sagen, hier das mit den Schwarzen lassen wir jetzt mal noch sein, mit den Rollstuhlfahrern, dann ist das in einigen Augen, eine Beleidigung von der Minderheit.
Weil die Minderheit ist ja die Rollstuhl. Das sind ja Minderheiten, das ist ja nun mal so. Es gibt ja weniger Rollstuhlfahrer als normale, gehende Menschen. Nicht normale, sondern Leute, die gehen können. So. Das heißt, es ist eine Minderheit. Und sobald du eine Minderheit beleidigst, bist du der Böse in deinen Augen. Ja, aber Afrikaner sind ja nur keine Minderheit. Na, natürlich nicht. Aber die haben eine Hintergrundgeschichte mit Sklaverei und Afrika ist arm, was ja inzwischen auch nicht mehr stimmt. So, es gibt genug Länder, die da genug Kohle haben. Das ist alles Quatsch. So, diese Witze sind doch Quatsch. Das ist auch an den Haaren herbeigezogen inzwischen. Ja, du. Das ist ja das. So. Ne? Natürlich. Alle verdrehen halt nur die Augen. Und das ist ja dann auch so ein Zweck dieses Ganzen. Ne? Wo man dann diese Wortspielerei. Ja, ja, natürlich. Du hattest beim letzten Mal so ein tolles Wort genommen. Wo wir dann auch so Wortwitze oder was sind das dann so? Also Wortsketche? Nee, diese Sketche, wo wir dann halt 9 auf Englisch. Nein. Ja, ja, ja. Ach, das Ding, ja, genau. Ja? Ja, das sind so. Wortspiele, das ist ja immer so. Also ein Sketch, der kommt ja auch noch von wegen hier, was ist ein afrikanisches Familienfoto? Ja. Scancode. Ja, das ist krass. Eigentlich, ja. Andere sagen nur. Aber anders, gar nicht? Aber überleg mal, andersrum, ich frage mich immer, ob die Leute, die sich darüber aufregen und diese Geschichte mit Kristall oder Kristall oder wie der heißt, Kristall, habe ich ja auch gesehen. Der hat ja etwas andere Beispiele genutzt. Der hat ja gesagt, wenn da jemand sitzt, ein Schwarzer, und hat ein weißes T-Shirt an, dann hat er gesagt, wo kommt das weiße T-Shirt her, warum steht das da? Ne? Weil er damit meint, den Schwarzen sieht er gar nicht. So. Das ist ja eigentlich, wenn du das ganz genau nimmst, eine andere Art von Witz, wie wenn du sagst, warum gibt es in Afrika keine Apotheken? Weil auf leeren Magen sollte man keine Tabletten nehmen oder irgendwie so ging das. Das ist ja, das eine ist ja wirklich, da geht es um die Hautfarbe, um das Schwarze, und das andere, da geht es um den Hunger, der in Afrika herrscht. Weißt du, aber wie ist wir machen Beispiel? Uns dann quasi über den Hunger lustig. Das machen wir ja gar nicht. Nein, das machen wir nicht. Nur es kommt bei denen so an. Das meine ich damit. Das ist ja das. Und das ist für die komplett das politisch Unkorrekte. Weißt du, was ich meine? Ich glaube manchmal, dass diese Hater immer so diesen Schiss noch haben, dass wir Deutsche, Nazi, Rassismus, bla bla bla, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ja, natürlich. Ich habe manchmal das Gefühl, die haben Angst, nicht auch darüber zu lachen, sondern sie wollen irgendwas beweisen, so von wegen, das tut man nicht. Ja, ja. Wie so eine Mutter oder wie so ein Vater, der sein Kind sagt, du. Ja. So. Damit vielleicht noch andere Bestätigungen geben, so von wegen, ja, da hat er recht. Ja. Aber ganz im Gegenteil, er kriegt ja dann teilweise noch ordentlich Shitstorm. Mich würde auch mal interessieren, was für Leute das sind, die das schreiben. Also ich meine, überleg mal. Wenn wir jetzt Witze über den Holocaust machen würden oder über Jugendverbrennung, das geht natürlich gar nicht, das ist ja ganz klar, das ist auch nicht mehr witzig. Wenn wir irgendwelche Häschenwitze bringen oder Fritzchenwitze, sagen sie auch alle, das ist cool. Das ist ja, das ist genau wie mit diesem Kinderschänder, der das Kind in den Wald führt und dann sagt das Kind, du, ich habe Angst. Und dann sagt er, stell dir vor, ich muss allein zurück. Naja, genau. Das ist ein Witz, der ist total, den kennt jeder. Jeder lacht über diese Pointe von wegen doppelter Weg, genau. Allein zurück im Dunkeln. Tralala, und das Kind ist tot. So, und fängt Buddel irgendwo. Und das denkt ja der andere. Das denkt ja der das Böse denkt. So, ne? Genau. Hier geht es um Tralala und der ermordet das Kind. Und, ne? Der hat diesen Sinn. Du kannst das genau so hindrehen, wie du willst. Das ist ja genau das Problem. Ja. Nur, dass es da halt jetzt immer um Ausländische oder halt Behinderte oder irgendwie Leprakranke, was wir da gerade haben. So. Weißt du? Also das sind so Sachen, darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Ne? Ja. Und das wird dann erst so ein bisschen hellhörig und man wird darauf aufmerksam gemacht durch diese Leute, wo man sagt, ach komm, ey, jetzt hör aber auf. Wo leben wir denn? Ja. Das ist so, als wenn wir Deutsche immer noch als Nazis beschimpft werden und du sagst dann auch, ey, mein Gott, wie oft denn noch, wie lange denn noch? Und ich hab dieses Beispiel von Oliver Welke ja immer noch im Kopf, die Heute-Show da im ZDF. Die ist ja wirklich witzig und die ist ja auch geil. Die läuft sonnabendabends immer, keine Ahnung, 23, 24 Uhr, eine Stunde lang so. Und mit irgendwelchen, er macht das ja wie so eine One-Man-Show mit so ein paar Dingern da drin. Ja. Und tatsächlich kommen alle 4, 5 Sendungen Ossi-Witze. Also er zieht über Ossis her, wo ich also wirklich auch nicht lachen kann, muss ich sagen. Ja. Ich weiß aber, wie er es meint, weil er meint das gar nicht so. Er will die Lache auf seiner Seite, wahrscheinlich von den Wessis, und dann ist gut.
Mein Gott, dann ist es so. Wie oft hörst du denn heute noch? Ich rufe. Sie sind dumm. Ja. Ach, wir haben ja bloß drei Klassen. Ich rufe doch da nicht. Wir müssen weiter rein, das ist total laut in deinem Mikro. Ja? Jetzt geht's. Ich ruf doch da nicht an und beschwer mich beim ZDF, dass Herr Welke so eine Witze macht. Ja. Mein Gott, ich, ganz ehrlich, das ist doch Affentheater. Man muss auch über sich selbst lachen können. Ja. Und ich finde, auch in solchen Sachen sollte man unterscheiden können, was jetzt wirklich ein Witz ist und nicht. Und da komme ich jetzt mal, und jetzt muss ich mal auf die Schwarzen kommen, wenn ich das mal so sagen darf. Bitte. Ja, schwarz, also für mich ist das jetzt einfach. Ja, du sagst ja nicht Neger, du sagst ja Schwarz. Genau, so. Ich habe in meinem Beruf, habe ich das Glück, wirklich, Polen, Russen, Schwarze, Afghanen, Rumänen, Bulgaren, ich habe Ausländer en masse. Ja. Nicht nur in meiner Spedition, sondern beim Kunden auch. Und ich habe mir echt mal den Spaß gemacht, gerade weil ich ja darauf gestoßen bin, dass diese Afrika-Witze immer so negativ bei uns ankam. Das stimmt nicht. Jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt. Sie kamen nicht immer falsch an, aber von ein, zwei Leuten. Und ich finde, im Verhältnis haben wir echt noch Glück, weil das sind weniger als 1%, die uns ja haten. Ja. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, wenn ich das jetzt mal in Prozente setzen darf. So, also eigentlich ja gar nichts. Aber trotzdem sollte man ja mal drüber reden. Weil natürlich. Diese ein, zwei, drei Leute, das ist ja, machen sie ja auch nicht ohne Quatsch. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht. Und habe bei den Polen gar nicht nachgebracht. Die lachen über ihre eigenen Witze. Ja. Also Polen werden interpretiert bei Witzen immer mit Clown. Ja. Könnten sich auch tierisch drüber aufregen. Ja, lachen, vor allem. Lachen drüber. Es ist ja nicht mehr so. Es ist ja totaler Quatsch und ich glaube, es war noch nie wirklich so, aber das ist so gekommen. So. Ja, natürlich. Auch deutsche Clown auch und so weiter und so fort. Ne? So, und aufgefallen ist mir ja auch, eine Zeit lang, die Chinesen, hatte ich auch ein, zwei. Ja. Aber ich habe mich jetzt wirklich mal, weil es da halt extrem aufgefallen ist, durch dieses eine oder das zweite Mal, und ich weiß, es kommen noch zwei oder drei, habe mich mal mit meinem Arbeitskollegen, der auch wirklich aus meiner Spedition kommt, ein Schwarzer, der seit 25 Jahren hier in Deutschland wohnt, kommt aber aus Afrika. Ja. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten für 10 Minuten. Ich habe gesagt, pass auf, wir machen Flachwitze, allen drum und dran. Wo genau er herkommt, weißt du gar nicht. Afrika, nee, oder Afrika ist nee, nee, ich habe jetzt nicht Stadt oder sowas, habe ich nicht erfragt. Also Land wäre ja auch mal interessant, aber gut. Ja. Ja. Könnte man nochmal nach, ne, nach. Aber warum? Also ich weiß, dass er herkommt und ja, habe ihn gefragt. Mhm. Pass auf, die und die Witze habe ich ihm erzählt. Mit dem Scancode, mit dem Hunger, mit der Sonne. Teller immer leer, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Das hast du gemacht, echt? Ja, ja. Okay. Naja, ich habe ihm versucht zu erklären, was wir machen. Ja. Und dass unter anderem halt auch Afrika-Witze bei sind. So, darum geht es ja jetzt einfach ja. mal, ne? So, und da hat er dann natürlich auch erstmal geschmunzelt und gelacht, teilweise. Ja, auch mit den Schwarzfahrern, mit dem Bus und so. Ja. Und meinte dann, als ich ihm dann sagte, so mal, jetzt sag mir mal ganz ehrlich deine Meinung, wie würdest du das jetzt auffassen? Und da hat er das auch zweiseitig gesehen. Und gesagt, ich kann darüber lachen, weil ich weiß, wie es gemeint ist. Mhm. Es gibt Leute, die fühlen sich dadurch beleidigt. Richtig. Sogar angegriffen. Ja, ja. Und sagt er, das ist natürlich dann dünnes Eis. Aber, sagt er, es gibt immer einen Unterschied. Wenn ich mal so einen Witz mache, dann hat derjenige immer das gewisse Gefühl, ja, das war jetzt wirklich ein Witz. Mhm. Wenn jetzt einer ständig drauf rumreitet, und immer wieder, jeden Tag, aufs Neue und einen neuen und nochmal einen neuen, dann kann es einem, so wie es in vielerlei Hinsicht da ist, einem auf den Sack gehen, auf die Ketten gehen. Und dann hinterfragt man sich irgendwann, ist da was Ernsthaftes genau, ist dabei? Das wirklich gar nicht witzig gemeint, sondern will genau, er hat er, will er irgendwas sagen? Ja. Will er mir irgendwas damit sagen? Ja. So, sagt er. Und das ist der Unterschied. Wenn du jetzt einmal so einen Witz bringst und dann was weiß ich, dann fällt ja wieder einer auf, kommt ja auch immer drauf an, wie du es rüberbringst. Ich habe da noch einen oder sowas. Ne? Dann weiß der, ja, das ist dem gerade eingefallen. Mein Gott, der pocht da jetzt nicht drauf. Ja, ja. Außerdem sagt er auch zu mir, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich sage, du. Weißt du? Natürlich. Natürlich. Oder die Allgemeinheit ansprichst. Ist auch noch ein Unterschied. Ja. Und er sieht es auch in keinster Weise irgendwie persönlich angegriffen oder rassistisch sogar, weil Rassismus würde auch ganz anders aussehen. Ich glaube, dann würden wir hier irgendwie auch anders darüber reden. Du, keine Frage, deswegen das sehe ich ganz genauso. Verstehe ich dann die Leute nicht, die dann da sitzen
Und wir haben ja mittlerweile, ich glaube, wir sind knapp an die 500 Flachwitze. Ja. Ich frage mich dann immer, was das soll. Also das ist wirklich immer so eine Hauptfrage. Warum? Ich schreibe ja nur nicht bei jedem Witz, der mir nicht gefällt, gleich scheiße. Meine Fresse, dem gebe ich dann vielleicht keinen Daumen hoch. Oder ich scroll einfach weiter. Und dann erzähl mir mal, warum gerade diese Witze am meisten aufgerufen werden. Ja, das konnte ich auch noch nicht so wirklich herausfinden, weil die gehen wirklich in die Luft. Ne? Ja. Also es also ist ja nicht so, dass wir deswegen jetzt mehr davon bringen. Sonst nein. Sonst gehen wir in diese Schublade. Ja. Aber ich finde es erstaunlich. Ich finde es wirklich erstaunlich. Ja, das mit den Liebeskugeln startet den Rasenmäher. Das Ding hat ja über 2 Millionen. Ja. Über 2 Millionen Aufrufe mittlerweile. Und ehrlich gesagt... Und das ist ja eigentlich auch nicht gerade toll für die Frau. Nee, ne? Genau. Also das kann frauenfeindlich, als frauenfeindlich erachtet werden. Das aber ist das ist zum Beispiel so die Sache, wo wir damals angefangen haben. Und da muss man ja wirklich schon sagen, das ist ja schon ein Jahr her. Ja. Wo wir dann so erst 200 Flachwitze hatten oder 150. Da haben wir ja noch Blondinenwitze gerissen. Mhm. Und selbst Frauen, die blond waren, haben gesagt, ich bin blond. Ho, ho, ho. Mhm. Aber da war so ein Smiley hinter, wo du gesagt hast, ja, ja. Mensch, sorry. Aber wir wussten, wie du das meinst. Weil Blondinenwitze gibt es wie Sand am Meer. Also, deswegen. Die Frage ist an der Stelle, ich möchte mal das Wort Hater so ein bisschen in Frage stellen, mal wieder gegenreden. Geil. Nein, gar nicht gegenreden, sondern ich weiß gar nicht, ob man so richtig erkennen kann, ob das wirklich Hater sind oder einfach nur Trolle. Weil Trolle sind ja im Internet Leute, die einfach nur stören wollen. Die wollen irgendwas sagen und wollen stören und wollen beleidigen. Es kann ja auch durchaus sein, dass die Hälfte von den Leuten, und das ist halt, sind ja wirklich wenig, so wie du sagst, nochmal die Hälfte davon einfach nur Trolle sind, die einfach sinnlose Scheiße labern. Das bestätigt sicher in der Sache, dass du, wenn du darauf reagierst, nie eine Antwort kriegst. Ja, genau. Die sind ja nie wieder da. Ja. Ich habe ja bei den ersten ein, zwei, habe ich ja noch Rechenschaft abgelegt, wo ich immer sage, ein guter Kumpel, der ist bei der Polizei, der hat immer gesagt, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Ja, ja, genau. So, deswegen normalerweise rechtfertige ich mich nicht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wir müssten da mal dann immer mal ein, zwei Sätze zu sagen, dass das halt wirklich nicht so gemeint ist. Viele, die uns kennen, die uns begleiten, wissen, dass wir nicht so sind. So, aber das sind so die Leute. Mhm. Ich denke, das ist ein Hobby von denen. Gefällt mir nicht, deine Fresse gefällt mir nicht, meine Fresse gefällt denen nicht. Ja. Und dann kriegen wir einen Spruch. Voll und danach werden die nie wieder gesehen und die hoffen wahrscheinlich, dass wir uns hier erhängen, weil wir damit nicht klarkommen. Oder Zivilklagen. Und das ist nämlich so eine Sache, die ich mir hinterfrage. Jetzt hast du dir über Konsequenzen in der ganzen Branche, erinnere dich mal bitte an unsere Erstgespräche, die wir geführt haben. Wollen wir das wirklich in die Öffentlichkeit gehen und so weiter und so fort? Wissen wir, auf was wir uns drauf einlassen? Und. Weil du nicht nur positive Menschen damit bewegst, sondern auch negative Erfahrungen machst. Wenn du jetzt psychisch labil bist, jetzt kommt jemand an und der zieht dich runter. Und das, was wir ja jetzt quasi in den Kommentaren zu stehen haben, also wenn wir uns da jetzt Sorgen drüber machen müssten oder sollten, dann würden wir uns, glaube ich, schon gegenseitig erschießen oder würden Polizei arrangieren, weil wir ja auch schon in diesen 100 von 1000 Kommentaren jetzt einen irgendwann vor, ich glaube, einem Jahr, vor anderthalb Jahren hatten, wo es hieß, ihr kriegt Pau auf die Fresse. Ich glaube, das war sogar Araber oder sowas. Ja, ja. Da ging es ja um irgendwie mal so einen Witz. Und ich glaube ganz einfach, wenn du damit nicht leben kannst und damit nicht arbeiten kannst, könnte es ja was mit dir machen. Und das hinterfrage ich dann so. Ob die Leute, die da ihre dummen Kommentare reinhauen, um irgendwas anzetteln zu wollen, wissen, in welche Richtung das eigentlich gehen kann. Ja, ja. Weißt du, du willst den Leuten ein Lächeln ins Gesicht oder dieses, was ich immer sage, ein Augenrollen. Ja. Wir sind ja manchmal wirklich dann manchmal so oberflächlich und dumm, wie wir das darstellen, dass wir dann ja eigentlich auch nur bezwecken wollen, dass sie sagen, Alter, das ist wieder so hohl, so flach. Flach. Ja, aber genau das haben wir dann erreichen wollen und das haben wir erreicht. Ich will ja gar nicht sagen, dass wir immer jeden glücklich machen wollen oder sowas, ne? Aber halt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Leben ist bescheuert und ernst genug.
das ist der springende Punkt. So. Und ich wäre das ein gutes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. Ja. Das ist genau das Thema. Das würde auch mit dem, da steht es übrigens der Witz, mit dem Humor, ne? Wo wir die Folge. Genau, das war der. Der Rollstuhlfahrerwitz war echt dieses, ich wollte ein Modell für Rollstuhlfahrer auch machen. Doch der Slogan Spritzen statt Sitzen kam nicht gut an. Spritzen im Sitzen. Ja, ja. Ja, wie auch immer. Ja, genau. Aber das die Folge, Kinder. Wo wir über den Humor geredet haben, ja. Wann Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also, ja, ja, genau. Ne, wer hat welchen Humor? Und das ist halt unterschiedlicher Humor. Das ist null irgendwas. Und wirklich, jetzt mal ohne Quatsch, aber denk mal daran, wo es damals ging, von wegen, wir wollen dann vielleicht auch Videos aufnehmen und so weiter und so fort. Wie du dich noch gewehrt hast, weil du das ja gar nicht so kanntest. Ja, ja, ich weiß das noch. Wo ich dich wirklich herangeführt habe, so an Instagram und ja, an Tralala, weil du halt genau davor Angst hattest. So eine kleine Angst, das ist ja genauso wie mit eBay Kleinanzeigen, dass du an solche Leute gerätst, die mit dir feilschen, die dich verarschen. Du willst das verkaufen und dann will ein Käufer, soll das haben. Ja. Und du willst es gutgläubig verkaufen. Und dann kommen irgendwelche Idioten und versuchen dich noch irgendwo dann über den Tisch zu ziehen. Ja. Das ist so. So, und das ist genauso wie hier, du versuchst Freude, Spaß zu verbreiten, ja. Weil das Leben schon beschissen genug ist. Und ja, die denken dann gleich, wow, wir sind hier die größten Arschlöcher der Nation. Und naja. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Ja. Nichts anderes ist es. Ich bin gespannt, wo da die Reise noch hinführt. Ob das tatsächlich noch mehr wird, was die Haters angeht. Oder weniger. Ich meine, je mehr du erreichst, also je mehr Leute du erreichst, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass du auf solche Haters triffst. Also wie gesagt, wir haben ja relativ wenig. Ich habe da wirklich schon Seiten gesehen und ich will jetzt gar nicht Kollegen sagen, ja. Die ja auch Flachwitze machen. Wir sind ja nicht die Einzigen. Ja, ja, genau. So, und diese Witze, wie gesagt. Ach, genau, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja, da gibt es mehrere, aber ja. Unter anderem auch die. Ja. So, und was da dann manchmal für Shitstorm abgeliefert wird und was die dann teilweise sich anhören müssen, da sage ich mir dann auch, Alter, boah, ja. Das ist, da hast du manchmal, also ich glaube, wenn du einen schlechten Tag erwischst, dann möchtest du alles hinschmeißen und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Das Problem ist, du hast 100.000 Follower und einer schreibt sowas, du fühlst dich persönlich angegriffen, bist traurig und sagst, ich lass das. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Das habe ich deren Ziel. Ja, natürlich, genau. Warum? Das ist deren Ziel. Genau. Und man sieht es ja auch. Ich meine, ich sehe es ja auch auf dem Handy, wenn dann so ein Kommentar reinkommt, wenn ich da mal raufgucke. Und damit umzugehen, den wegzuwischen und es zu vergessen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Weil gute Kommentare, Smileys und so weiter, die lesen sich gut. Die lesen sich schnell. Ja, natürlich. Und dummerweise vergisst du die auch relativ schnell, weil die ja auch häufig kommen. Wie du sagst, 99% sind solche Kommentare. Mhm. Was schade ist eigentlich so, weil es ist ja inzwischen auch sehr, sehr viel geworden. Und diese einzelnen Hate-Kommentare, die fallen dann auf und fallen ins Gewicht. Und das hinzukriegen, ja, sich dafür nicht beirren zu lassen. Das muss man lernen. Das muss man lernen, wenn man es nicht kann. Da muss man herangeführt werden. Oder du kannst es und knippst es aus. Ja. So, und ich bin ganz froh, dass ich das eigentlich kann. Ich lese mir das durch. Ja, ja, genau. Und ich denke auch drüber nach. Also da gibt es auch wirklich 3 Sekunden, wo ich drüber nachdenke. Aber ich weiß ja, dass er nicht recht hat. Ich weiß ja wirklich, dass, was unser Ziel ist. Und dass das nie persönlich gemeint ist. Ich habe nur mal keinen Bock, das unter jedem Flachwitz drunter zu schreiben, weil dieser Flachwitz, den wir hier bringen, der ist schon 100 Jahre alt. Das ist ja das Problem. So, und dann sage ich mir, der ist doch schon auch überall. Aber das ist ja genau das, was ich zu Anfang meinte. Hm? Die Zeit wird ja immer enger. Also nicht die Zeit wird enger, sondern die Witze, das Witzefenster von links nach rechts, wo du dich drin bewegen kannst, wird immer enger, immer kleiner. Was Bulli Herbig sagt, die Polizei, die Witzepolizei ist da. Und du musst heute höllisch aufpassen, was du sagst. Ja, ja. Und die Witze von früher darfst du heute gar nicht mehr bringen, weil die nicht mehr angebracht sind. Das ist so, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch total falsch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt daran denke, aber es wird ja auch vieles automatisiert. Hm. So, und vieles geht nur noch über Suchmaschinen. Und wenn du ein falsches Wort irgendwo nennst, was in völlig anderem Bezug ist, kann das ja schon Auslöser dazu sein, dass zum Beispiel in dem Fall dein Account gelöscht wird oder gesperrt wird oder ja, ja, wie genau, auch immer. Genau, das ist das Problem bei der schönen neuen Welt. Weil du ein Wort gefunden haben, was du verwendet hast, was in einem ganz anderen Bezug eigentlich ist. Oder genau. Sowas, ne? Also Technik.
die das eigentlich auch versaut. Irgendwie. Ist so. Ja. Ich weiß es nicht. Also mal gucken, was das noch wird. Ja, ich habe da eigentlich gar keine Angst vor, weil wichtig ist, glaube ich, in dem Bezug, dass uns das persönlich nicht angreift. Mhm. Das ist wichtig. Weil ich glaube, das kann wirklich was mit einem machen. Und das kann wirklich bis ins Extreme gehen. Das geht gar nicht darum, dass man sagt, von wegen, ich höre jetzt auf, weil ich keinen Bock mehr habe. Dieser eine hat mich da jetzt echt so berührt, fertig gemacht. Mhm. Das möchte ich nicht. Der denkt, ich bin Nazi oder sowas in der Art. Nee, damit interpretiere ich mich nicht. Ich lasse das lieber. Ja. Mhm. Es ist ja einfach so, dass du anfängst zu überlegen, bringst du jetzt noch so eine Witze? Bei TikTok weiß man allgemein schon, dass du so eine Witze eigentlich gar nicht bringen darfst. Weil die das ja auch so ganz extrem sehen. Ja. So, aber gut, das sind dann denen ihre Richtlinien. Ich überleg immer in dem Zusammenhang, wir sind ja bei den Witzen relativ eindeutig. Ich meine, die Afrika-Witze als Beispiel, da gibt es ja, also es ist ja eindeutig genau auf diese Menschen zugeschnitzt, dieser Witz. So. Und wenn du den Twitter siehst und die Nachrichten liest, dann siehst du wieder irgendwelche Nachrichten von einem Politiker, der aus Versehen so ein bisschen zweideutig geredet hat, was in diese Richtung geht, Rassismus. Ja. So, was wir gar nicht sind und was er das möglicherweise auch gar nicht wollte. Und wie viele Leute dann auch bei Twitter gerade darauf rumreiten und viel mehr Kritik und böse Kommentare als Zustimmung derjenige bekommt. Es gab Politiker und Politikerinnen auch, die genau das Gleiche gemacht haben, wo ich immer so denke, alter Schwede, die drehen da völlig frei, weil er zwei Wörter vielleicht vertauscht hat, sodass es komisch klang. Ja. Und wir machen eindeutige Witze, da müsste doch normalerweise auch die Hölle auf uns einbrechen, oder nicht? Da kann man schon mal froh sein, dass das nicht so ist. Ja. Na? Und wir wollen uns mal wünschen, dass das auch nicht so kommt. Nee, genau, aber du weißt, was ich meine, das ist schon heftig. Klar. Das kann schneller vorbei sein, als man denkt. Ja. Jetzt stell dir mal wirklich vor, du hast eine Vorstellung. Ja. Aber du kriegst nur noch Kritiken über die Art und Weise unserer Witze. Ja. Dann würde ich echt sagen, sitzen wir hier nächste Woche und machen keine Flachwitze mehr. Richtig. Dann nehmen wir Podcast auf. Und genau. Ne? Also ja, es gibt mit Sicherheit irgendwo einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann sagst du, na stopp. Ja. Ne? Also jetzt geht der Humor hier irgendwo flöten oder so. Nee, genau. Ne? Der Sinn war ja, dass wir Spaß haben daran und dass wir andere mit in diesen Spaß teilhaben lassen. Genau. Das war ja der Sinn. Dass wir bekloppten Typen ja sowieso so sind, wie wir sind. So. Und wenn das genau in die andere Richtung verläuft, dann macht es keinen Sinn mehr. Gebe ich dir recht. Siehst du doch teilweise, dass der eine Witz ist etwas flacher. Ja, und da geht es dann aber um uns oder sowas in der Art, weil wir Spaß dran haben und das erfreut die Leute doch viel mehr, als wie überhaupt der Inhalt des Witzes. Da guckt dann schon keiner mehr drauf. Geschmäcker sind unterschiedlich, habe ich vorhin schon gesagt. Und also ich glaube, wichtig bei solchen Sachen ist, dass man das nicht an sich heranlässt. Ja. Es sei denn, du bist wirklich so jemand und stehst dazu, aber dann, glaube ich, bist du nicht der Typ, der hier Flachwitze oder Witze reißen darf. Ja, sollte, finde ich, meiner Meinung. Und am Ende, ganz ehrlich, haben wir immer gesagt, wir sind, wie wir sind und machen das genau so. Wir haben nur ein Mikro vor der Nase und eine Kamera vor der Linse. Ja. Immer im Risiko, dass halt der Account, bei Instagram glaube ich es eher nicht, aber bei TikTok glaube ich schon, gesperrt werden könnte. Ja. Ne? Ich habe dir heute erzählt, dass das aufgeploppt ist, komischerweise, und wieder weg war. Da habe ich schon gedacht von wegen, weil ich mir dann auch die Witze durchgeguckt habe, die letzten waren ja echt human. Also da war ja dann wirklich nichts Böses. Ja, hast du eine Steigerung von, keine Ahnung. Aber das ist schon erschreckend. Ne? Das ist so. Das ist schon erschreckend. Aber gut. So, wir sind bei Twitch und 4 Zuschauer runtergefallen, jetzt ist Schluss. Was sind wir? Jetzt machen wir Schluss für heute. Alter, was machst du denn da? Nee, jetzt musst du das auch noch trinken. Scheiße, ich hab kein Handy hier. Sind beide auf? Beide offen. Kannst du Stererio trinken? Nee. Dann mach das doch da auf beim Öffner. Da geht das so. Oh, ja, siehst du. Ja, da musst du leider noch zwei trinken. Das tut mir leid. Aber eins zum Tschüss sagen. Ja. Olli.
Die Zeit läuft rum. Weiße Soße. Ja, bei dir mehr. Das ist mehr als bei dir gewesen vorhin. Ach Mann, ist jetzt gut. Tschö. Und Bonnie noch? Mach mal. Ja. Ich nehme schon mal Kopfhörer ab, hör dir aber zu. Mach mal. Sieht man auch kein so ein Böhne. Böhne. Böhne Bonnie. Hier, kein rassistischen. Kein rassistischen, kein Böhner Bonnie. Sexistischen? Weißt du eigentlich, was ein kalter Bauer ist? Er redet immer vom kalten Bauern. Ich glaube, das ist tatsächlich das, wovon wir ständig reden, hier mit der Bierflasche und so, ein Wichsfleck oder sowas. Aber ich weiß es nicht genau. Fakt ist, ich wollte das vorher klären, bevor ich das vorlese. Fakt ist, ja. Mittags fragte man den Bonnie, ob er nicht gesonnen sei, mal für bares Geld zu vögeln, im Hotel zu Lorelei. Bonnie konnte nicht widerstehen, eine Zimmerfee schloss auf dem breiten Doppelbette nahm die Sache ihren Lauf. Die das Zimmer sonst gemietet, waren ein braves Ehepaar. Ungern nahm man an der Decke einen kalten Bauern wahr. Moral: Wo knappe Kräfte knapp bei Kasse, da bringt es notfalls dann die Masse. Oder nach? Das kann ja nur so ein Ding sein. Es muss irgendwas. Irgendwas Schlappriges. Kalter Bauer? Das ist ein Wichsfleck. Ja, ja, würde ich jetzt echt. Aber denken. Ein schon getrockneter, kalter Wichsfleck. Ja, ja, ja. Schon eine Woche alt oder so. Du wirst widerlich langsam. Alter, ist das. Ob der dann auch so?